dir das mit der CPU auslassen, das sieht aber mal besser aus. Hast du die heutige Folge gesehen? Nein. Dann hast du das Intro ja gar nicht gesehen. Oh, was hast du für ein Intro gemacht? Muss ich? Du bekommst meinen Anruf, ich brauch dich heute Nacht. Die Zeit mit Flirten und Tanzen verbracht. Weißt du nicht, was abgeht, Mann, du hast noch nichts gecheckt. Heute Nacht teilst du mit einem Vampir das Bett. Moment! Das bin gar nicht ich! Nicht? Oh, aber wer hat denn dann gesungen? Auf jeden Fall jemand ohne Talent. Nein, lass mir nur in Ruhe. Jetzt guck mal. Ich bin ohne. Hat er nicht auch hier so die... Ja, so seine Haare gucken auch so raus. Dann guck mal aus. Hilfe! Das ist eine invertierte Geburt. Ja, genau so war das bestimmt, als du zur Welt kamst. Du hast dem Arzt erstmal die Zunge rausgestreckt. Sowas macht man keine Späße und nachher kriegst du selber noch ein Kind. Wie? Nö, ich hab Bananenkuchen gegessen. Wenn ich ein Kind krieg, dann ist es cool. Dann nennen wir das Kind dann Bananasplit oder was? Bananasplit, ja. Bananaschokosplit. Geil. Ja, das stimmt. Der Kuchen hat echt geschmeckt wie Bananasplit-Kuchen. Ich würde kein Bananasplit essen, weil da Banane mit dabei ist in der Form, die ich mag dich. Knut. Oh, jetzt werde ich schwanger. Ja. Entschuldigung, ich habe dich wieder angespuckt. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Du denkst aber was ganz anderes war. Oh, was? Du bist inspiriert. Ich kann dir ein Ständchen bringen. Nein. Schäme ich mich für dich? Nee, ich bin hin und weg. Okay, das ist ein ähnliches Gefühl. Ja, so ich glaube, es liegt daran, dass du gerade kokett bist, deswegen und so was. Selfie! Selfie-Zeit! Ich habe gerade ein Selfie mit dir gemacht. Die Kamera hat's gefangen. Ich habe es nicht mitgekriegt, okay? Nee, ist nicht so schlimm. Oh, die Leute wieder fragen, Hanni, hast du nichts an? Die Hose ist nur sehr grau. Isa hat nichts an. Ja, wieso? Man nimmt ja auch nicht mit Hose auf. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe ein Oberkörper-Tattoo. Das sind deine Brusthaare. Das sind meine Brusthaare und hier habe ich ausrasiert. Alter, ich mache gar nichts und das ist einfach, weil du gerade so mega erregendes Geplänkel. Isa. Bums mit mir im Schrank. Los! So romantisch. Ich bin so kokett. Ja, dann. Das musst du ausnutzen, sonst kriege ich die Kavaliers. Was war das? Der Kavaliers. Irgendwas Kavalier. Kavalierschmerzen. Und dann war Franz sich unsicher, ob dieser Begriff stimmte, googelte und das sich daraus ergebende Gespräch könnte man mit einem Video einfach mal kurz zusammenfassen. In unserer heutigen biologischen Reihe nehmen wir das Thema Fortpflanzung dran. Blümchen und Bienchen. Hier haben wir ein Blümchen und ein Schlupfwespchen. Die Schlupfwespe sammelt Nektar und dabei auch gleichzeitig Pollen auf. Dann fliegt es zum nächsten Blümchen und hinterlässt die Pollen der anderen Blume bei der Blume. So pflanzen sich die Blumen fort. Ja, Kinder, jetzt wisst ihr einiges weiter. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit und wünsche allen noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Herr Newstime! Okay, die sind fertig und jetzt haben sie sich aufs Bett gesetzt und der so, oh, schönen Dank auch, ne? No, haben sich gedanklich die Hände gegeben. Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Rumschmusen. Rumschmusen? Ja, rumschmusen. Kann ich dich eigentlich essen? Kann ich nicht. Man kann doch irgendwie. Ich glaube, man kann von einem Baum nichts trinken. Möchtest du meinen Harz? Nein. Auch nicht. Nee, ich habe nur gefragt. Hätte ja sein können, dass du ein bisschen was Klebriges zwischen die Zähne willst.
Guck, wir nehmen erst 7 Minuten auf. ich gehe einfach nicht mehr darauf ein, okay, und lass dich jetzt da sitzen. Was mache ich denn? Dinge ich möchte wissen, was ich mache. Oder? Da steht eine Frau vor unserer Haustür. Ist das ein Vampir? Anscheinend. Dann verursache ich hier Halluzinationen. Das hat sie jetzt davon. Wie sieht die denn im Gesicht aus? Ja, nett eigentlich, ne? Aber scheint ein Vampir zu sein. Sonst hätte ich sie aussaugen können. Nett! Und da diese jetzt. Guck dir mal die Schuhe an, die ist nicht nett. Ja. Machen das eigentlich jetzt leichte Mädchen? Dass die nicht mehr an der Straßenecke warten, sondern von Tür zu Tür gehen? Ding dong! Ding dong! Geschlechtsverkehr? Okay, dann will ich nicht weiter stören. Tüdelü. Schön. So, jetzt habe ich sie halluziniert, jetzt steht sie vor der Tür und labert mit sich selbst. Die bitte nee. Ich will Fernsehen gucken, TV-Klassiker ansehen, alles klar. Geht unseren Blümchen eigentlich noch? Guck mal, alles ernten, weiter wickeln, bewässern und so. Oh, der hat da gerade was. Zu was denn weiterentwickeln? Nee, wird denn geiler. Also der Baum das wird... Das hast du gerade mit mir gemacht. Willst du den Baum auch mit in den Schrank nehmen? Nee. Sollen wir auch jetzt hier dieses Testbild einblenden? DNA! Ja! Ich wollte es ein bisschen aufwerten, weil da war ja der DNA-Strang, der gezeigt Richtig, wurde. Und dadurch ist das, also das ist jetzt halt kein, ist jetzt sehr hübsch, vorher war hübsch, jetzt ist er sehr hübsch, dadurch, dass wir ihn weiterentwickelt haben. Zum Beispiel die Sixer Muskito-Falle ebenfalls, so. Jetzt wird überall alles gegossen, das ist schön. Was denn? Nichts, ist okay. Ich stehe immer noch vor der Haustür und quatsch. Bist du jetzt eigentlich wieder fit? Was machst du denn? Achso, du sitzt in deinem Computer, musst du noch arbeiten? Ich habe mega Hunger, ich muss eigentlich Du in die musst Sonne. Doch geschäftliche Anrufe! Aber es ist jetzt schon 1:20 Uhr. Ja. Geschäftliche Anrufe tätigen, komisch, morgens geht das nicht, aber mitten in der Nacht. Amerikaner. Das ist also... Na, oder einfach du übersehst. Influencer und Gamer. Die ja, oh ja, so. Ja, okay, das ist richtig. Das Deswegen ist, geht das morgens nicht. Ja, um 9 Uhr. Das, oh, wir sind so dumm, das hätten wir noch wissen müssen. Ja, das mit der Sonne, tut mir leid, geht nicht. Du musst jetzt halt einfach mal gerade mit deinem braunen Bart Hätten wir nicht draußen miteinander schlafen können, in der Sonne? Mussten wir in den dunklen Schrank? Wir können fürs nächste Mal einen Busch hinstellen. Okay. Wo war der Busch? Müssen wir den vorher irgendwie schneiden? Den da. Nein, nicht so ein Busch. Ach so. Da ist der Busch. Macht der Busch zwei Türme kaputt? Nein, aber du kannst rein warden. Schön. Schöner Sprung von Biologie zu Politik. Wenn du willst, zu Gaming. Kannst du ihn noch bestäuben. Das verbindet alles. Ne? Hier, bestäuben. Bestäuben. Aber dann pinkel ich ja rein. Oh, ich mach Yoga! Das habe ich heute tatsächlich auch gemacht. Sah auch genauso aus, weil, wie Franz bezeugen kann, als er nach Hause kam, hatte ich wirklich diese Liv-Leute-Augenringe. Das war insane. Ich habe dir nicht auf die Augen geguckt. Echt? Halt. Das ist gut. Das ist halt, ich bin halt gerade vorhin in den Spiegel geguckt und ich dachte halt einfach nur so, okay, ich bin schon ein Totenschädel, weil das ist schon so dunkel gewesen, dass wenn ich die Augen zugemacht habe. Du bist übrigens weg. Nee, ich hab eigentlich nur Augen auf das Mehl geworfen, weil ich den Kuchen wollte. Ach, was mache ich denn jetzt da drin? Bestäuben. Hast du Bestäuben geklickt? Ja. Ich krieg heute gar nichts mit, ne? Ich habe Bestäuben geklickt. Seht ihr, Kinder? So funktioniert das mit den Bienchen und Blümchen und dem Bestäuben. Hey, ich pinkel jetzt in den ollen Busch. Ja. Dadurch entstehen ja keine Bienen oder Blümchen. Aber ist jetzt... Kann ich den bitte wieder säubern? Nee, da muss man eine Weile warten, bis das... Du Nickerchen kannst... machen. Lass mich ein Nickerchen machen. Los, lass... In dem versifften Piss... Ja, mach! Das ist mein Urin. Eigenurintherapie. Nee. Mach das! Nee, dann bringst Toll, jetzt mache ich Yoga. Ist das besser oder was? Ja, das finde ich schon gut. Yoga finde ich in Ordnung. Arsch ist das besser. Guck mal, dass sie Wellnessfähigkeit bekommen. Oh. Das will ich aber auch meinen, du. Das sieht man gar nicht mehr. Kannst du sowas? Klar. Die Kerze? Na, logisch. Kann das auch. Kann auch. Möchte ich die, sehen. Wir müssen mal ein WeFit-Video zusammen machen. Das wird bestimmt gut. Das wird richtig gut. Oh ja, Leute, wenn ihr wollt, dass Franz und ich zusammen ein WeFit-Video machen.
Schreibt es in die Kommentare. Hashtag Franz, we fit you. Ich finde dich voll gut. Was? Fit you. Dieser, einfach nur fit you. Unglaublich. Aber gut, ja. Dann lass mich halt nicht in dem bepissten Busch schlafen. Das ist in Ordnung. Kannst auch. Das ist eine mega Strafe, ne? Wenn du irgendwie verkackt hast, nicht auf der Couch schlafen, sondern in dem bepinkelten Busch schlafen. Im bepinkelten Busch schlafen. Voller Witze erzählen oder an Foren trollen. Achso, das habe ich schon gemacht. Na, dann ist ja gut. Was ist hier los? Ganz ehrlich, müsste ich jeden Tag im Forum trollen. Das wäre genau mein Ding. Den erschrecke ich jetzt. Creep, creep. Hallo. Hi, ich mag dich. Drücken. Oh, ich hab so Hunger. Lol. Lutscher, tschüss. Das ist so creepy. Hör auf. Und gemein. Du gehst A, nicht auf meine Bedürfnisse ein. B, lachst du mich dafür aus. Also gehst du eigentlich ein, aber nicht positiv. Und C, gehst du einfach wieder davon, aber machst mir nichts zu essen. Ich gehe jetzt im Internet surfen. Ja, aber bring mir noch wenigstens Sonne. Kann ich jetzt, ich kann eigentlich doch noch... Hier kommt die Sonne 2. Hier kommt die Sonne. Jedenfalls lese ich jetzt ein Buch. Ja. Franz, lass mal nichts mehr einsingen. Das war ein Song. Du hast es nicht mal bis jetzt auf die Reihe gekriegt, deinen Cupcake-Song zu machen. Der verkauft sich super in Korea. Ich weiß nicht, was du da laberst. Das ist dein Chicken-Song gewesen. Nee. Doch. Chicken-Song? Oh, wusstest du, dass die Leute in... What up the chicken sack? Bok, 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 bok. Wusstest du, dass die Leute in Korea zu Weihnachten Kentucky Fried Chicken essen? So wie Juden zum Chinesen gehen. Ja. Cool. Das ist echt verrückt. Ja. Naja, jeder hat so seine spezielle Tradition. Ne? Deswegen ist mein Chicken Song auch tatsächlich ein Weihnachtssong. Das ist quasi Last Christmas in Korea. Last Chickmas heißt der Song. Oh boy. Ist da draußen stell was mich, Spannendes? Oh, ich wollte sagen, stell mich in die Sonne, aber draußen ist es dunkel und... Hendrik kommt angecreept. Das ist nicht mal ein Vampir, oder? Nee, doch, das ist ein Vampir. Aber es ist ein Touristenvampir. Also er tarnt sich immer als Tourist, macht das nicht sonderlich gut, weil er halt schon ein paar tausend Jahre alt ist. Und deswegen kommt er mit der Mode nicht so klar. Er versucht dann immer, andere Leute anzuspringen. So, hey, ich bin nur Tourist, sag mir mal, wo ich so hin muss. Oh. Alles klar. Und naja, das ist halt, er ist... Ne, das halt, was war das denn? Ja, die hat einen Supergeschwindigkeitsvampir. Ach so. Oh, Nebel. Das müssten die echt machen. Das haben bei Sims 3 gab es ja auch Zombies. Ja, das haben die. Und die konnten gemacht. Thriller tanzen. Das war so unglaublich gut, wenn mehrere Zombies, und wir haben die einmal auf einem Schulgelände, habe ich mit Derp und Mandy, die dort studiert haben, auf dem Schulgelände, habe ich alle in Zombies verwandelt, weil wir wurden so Zombies. Und dann haben wir alle gebissen. Und dann hatten wir zum Schluss einfach wirklich nur den ganzen Campus voll mit Zombies. Das ist immer noch meine absolute Lieblingsfolge. Das ist so gut. Wo geht der denn hin? Guck mal, da ist ein Blali. Hi, hi, Blali. Hallo, Alexi, Bexi. Oh, nee, das ist ja Blali. Ich feiere das immer noch so ab. Ja, ja, damals, als der noch ganz neu war. Dupdidu. Was will ich da machen? Oh, 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 aufeinander treffen. Oh, oh, aufeinander. Oh, oh, alle, okay. Wie er auch guckt, ne? Na, komisch. So, jetzt schlürfe ich hier meinen Blutbeutel. Schön auf dem Boden stehen lassen, warum auch nicht. Ich habe den irgendwie nicht mehr dann trinken wollen. Hey, das hat mir ja kaum Punkte gebracht. Er liest das Scheiß. Nochmal lesen. Ich habe sie schon gelesen. Kaka. Das ist natürlich ärgerlich. Das hier ist ärgerlich, dass ich wegen diesem Aufnahmeding alles sehe. Das stimmt. Was habe ich alles gelernt? Isabel hat gelesen, dass Graf Vladislaus Stroud der erste einzige Überlebende der Siedlung war, die Forgotten Hollow ursprünglich entdeckten. Also, der ist als... Was machst du da? Nichts. Ich kann es noch nicht richtig lesen. Du brauchst eh eine Brille dafür. Isabel hat erfahren, dass es ein Getränk gibt, mit dem Vampire all ihre Kräfte zurücksetzen können. Sie kann jetzt an der Bar den Trank der Neuordnung zubereiten.
Hier steht, dass der einfachste Weg, von der nächsten Party eines Vampirs ausgeladen zu werden, darin besteht, sich über seinen Akzent lustig zu machen. Aber was ist denn mit dem Akzent? Warum bist du italienischer Vampir? Ich verstehe das nicht. It's me, Mario. Wuhu. Mario als Vampir? Das wäre schon lustig. Die Vampirform. Das wäre schon witzig. Die Vampirform von Mario wäre das Original. Wusstest du?